Eigentlich wird es keine Choreografie der BVB-Fans in Wembley geben, aber wir haben einige Fans getroffen, die zumindest Mini-Choreos vorbereitet haben. Den Ted zum Beispiel, der uns jetzt mal seine Mini-Choreo erklärt. Ja, prima. Dirk, dankeschön. Wir wollten was tun, auch als Gäste uns würdig in England erweisen, da ja die britische Flagge, das Stadtwappen der City of London, der Weg des BVB, The Road Along to Wembley, und eine Originalchoreografie aus einem englischen Ticket genommen von früher mit Postleitzahl, mit Straßennamen und Anstoßzeit, damit wir auch pünktlich zum Spiel kommen. Was ist das für ein Gefühl, nach London zu fliegen? A, mit der Choreo in der Tasche und in der anderen Tasche das Finalticket? Ich muss zugeben, als ich die Zusage erhielt, die Karte zu bekommen, da kullert mir die Tränen so runter. Die meisten Leute sagen, es wäre eigentlich 50-50, aber jetzt, wo Mario Götze ausfällt, gibt es ein paar Prozent mehr bei den Bayern. Was entgegnest du denen? Ich habe auch Bekannte, die aus Süddeutschland kommen und Bayern-Fans sind. Die können genauso wenig schlafen wie ich seit 2 Wochen. Das ist eine große Respekterweisung für unseren Verein. Und das wird das Überraschungsmoment, dass wir 2:1 gewinnen werden. Den Ted haben wir, das ist der eine auf der Choreo. Der andere ist der Christian. Da drehen wir uns einmal ein bisschen zur Seite. Christian hat auch das Finalticket in der Tasche und hat sich wahrscheinlich genauso sehr gefreut. Ja, ich bin sogar ehrlich gesagt ein bisschen zittrig, ein bisschen nervös, denn so etwas erlebt man nicht alle Tage und ich freue mich riesig drauf. Und morgen Abend im Stadion werde ich wahrscheinlich kaum noch ansprechbar sein. Es wird ein hervorragender Moment. Dann nutzen wir die kurze Zeit aus, wo du noch ansprechbar bist. Was glaubst du denn, was tippst du für morgen? Als erstes mal hoffe ich auf ein faires Spiel und ein schnelles Spiel, ein gutes Spiel. Und ich muss einfach tippen, 3:1 Borussia Dortmund, das ist mein Verein. Aber wir werden sehen. Das ist der gleiche Tipp, den übrigens auch der Oberbürgermeister der Stadt Dortmund hat. Für Sie vor Ort in der Dortmunder Flughafen, Dirk Große-Schlamann für Sky Sport News HD.